Ja, moin und willkommen zur zweiten Folge Dealers Live. Ich werde heute wieder Leute abzocken, Sachen ankaufen und mit gut Glück, würde ich sagen, machen wir gewinnen, wa? Was haben wir denn hier? Ich habe noch ein bisschen privat gezockt, wie ihr seht. Ich habe noch ein paar Sachen angekauft. Es gibt so ein paar Dinge. Ups, was war das denn wieder? Wieder so ein Doppelklick. Okay. Ja, ich habe mir hier so ein paar Sachen gekauft, die so einiges wert sind. Zum Beispiel, ja, okay, den glaube ich, habe ich in der ersten Folge, meine ich, gekauft. Ich weiß nicht mehr genau. Egal. Gehen wir mal in den Laden und machen mal ein bisschen Rabatz hier, ne? Ich hoffe, ich bete darum, dass es keine Fehler in der Aufnahme gibt. Weder am Anfang noch im Video, weil das Spiel neigt irgendwie dazu, die Farben zu verändern. Weil ich habe ein Problem, ich habe keinen zweiten wirklichen Monitor, den ich als zweiten Monitor an meinem PC angeschlossen habe, sondern ich nutze mein Tablet, das neben mir steht und über WLAN verbunden ist. Und darüber habe ich dann meine Aufnahmesoftware laufen. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, diese Aufnahme wird wie die erste, nur nicht mit den Fehlern am Anfang und sonstige Fehler. Also, die Farben in der ersten Folge waren ja noch, ne, Standard. Aber als ich mal ein paar Testvideos gemacht habe, haben sich komischerweise die Farben hier geändert. Keine Ahnung warum. Naja, was will denn die Tante haben hier? Die will das Schwertchen haben. Okay, ungewöhnlich. Okay, ja, ja. Dann lass mal verhandeln hier. 1760. Okay. Nee, ich will 1800. Yeah! Nice! Beerlen Sie und bald wieder. Okay, was haben wir noch hier? Ja, gut. Ist da noch irgendwas Wertvolles dazwischen? Genau. Das wollte ich auch noch für den Restaurator aufbewahren. Habe ich ja total vergessen zu sperren. Das natürlich auch. Obwohl, das könnte ich eigentlich... Obwohl es einen schlechten Zustand hat, könnte ich das doch noch vertickern. Damit ich mal ein bisschen Kohle reinschöffel hier. Okay. Dann gehen wir mal rein hier, ne? Wir bist nur drauf. Okay, ich habe keine Ahnung. Was willst du denn haben hier? Du willst den Seidenschal haben, den aus China. Der nach, keine Ahnung, wohin geflattert ist. Mit dem Wind. Okay. Dann lass verhandeln. Okay. Ich will 250. Dankeschön. Bellen Sie uns weit wieder. Naja, okay. Du willst auch was kaufen. Okay, du bist ein bisschen geizig, aber... Mal gucken, was wir machen können, ne? Mal gucken, was wir machen können. Du willst das Plüschtier haben, okay. Joa. Was sagen wir denn jetzt hier, ne? Ich habe 118 gezahlt. Ich sag 250. 205. Da sag ich doch mal ernsthaft. Okay. Die 5 mehr. Naja gut. Eigentlich mache ich ja so oder so Gewinn, ne? Mhm. 215. Okay. Schankedön. Was haben wir hier noch im Verkauf? Das ist im Verkauf. Das habe ich gesperrt, weil er so viel Wert hat. Okay. Kann ich mir den wenigstens schon mal hier so ein Verkäufer, Fälscher, Gehirnwäscher? Nee. Kein Experte. Okay. Ich bin hier, um eine Spende zur Rettung verwaister Kätzchen zu erbitten. Sie wird deinen Ruf in der Nachbarschaft erhöhen. Nee, komm, ich brauche das Geld, ey. Auch wenn ich hier 10% Verlust mache an Kunden oder was weiß ich, oder mein Ansehen. Was
soll ich machen? Ich brauche die Kohle. Ich will aus dieser Bruchbude raus, hör mal. komischer Vogel. So, wie bist du drauf? Okay, keine Ahnung. Du bietest mir einen Controller an, ein Joypad von 2015, okay. Was will die andere? Geizig und meint zu überbewerten. Obwohl, die will ja was kaufen. Okay. Dann lass uns mal verhandeln. Ich habe 460 gezahlt. 580 ist es wert. Ich sage 600. Okay. Dankeschön. Bis demnächst. So. Habe ich noch Platz? Ja, reichlich. Ja, lass mal verhandeln, ne? Mein Freund. Hm, 59 ist es wert. Ich biete dir 35. Nimm's an? Alles klar. Da habe ich wieder was Neues im Laden. Da können sie mir die Bude einrennen. Wenn sie den haben wollen. Wie auch immer. Okay, das ist gesperrt, das ist offen, das ist offen, das ist offen. Okay. Das sind alles so Kleinigkeiten, die nicht viel Wert haben. Ne? Das hier, okay, das geht ja noch. Ne? Das hat ja so einiges Wert. Okay, das auch, das auch, das auch. Na gut, vielleicht mal hier Reibach. Wer weiß. Gehen wir mal in den Laden. Ja. Oh, okay. Okay, um den Pfandleiher wollen wir uns mal später kümmern. Lass mal sehen. Was willst du denn haben? Die Münze will er haben. Er hat aber nicht viel Kohle in der Tasche, ne? Okay. Wer war da drauf? Okay, keine Ahnung. Ich sage 2,5. 2250. Nehmen wir das an? Okay. Und nochmal 250 rausgeschlagen. Er ist drauf eingegangen, sagen wir mal so. Er hat sich von mir über den Tisch ziehen lassen. Durch Kakao immer. okay. Der will einen Pfand. Okay, hätte ich einen Experten, würde ich eine Schätzung haben. Weil das Ding, okay, das ist nicht gerade viel wert, ne? Würde ich sagen, wenn er von 2011 ist. Okay, wie ist denn der Kollege drauf? Keine Ahnung. Wie viel biete ich dem denn? 200? Oh Mann. Ich glaube, ich habe mich selber durch den Kakao gezogen. Ich habe mich selber durch die Matsche ziehen lassen. Naja, gut. Weiter im Text. So. Da haben wir wieder was zu verscherbeln. Obwohl, das nicht. Das aber nicht. Das auch nicht. Ne, das aber. Okay. Wie weit sind wir? Okay. Okay. Gewöhnlich schlechter Zustand. 148. Okay. Will andere Sonnenbrille will er mir verkaufen. Okay. Ja, das ist nichts für mich, ne? Obwohl ich brauche ein bisschen was für den Laden, damit ich Kohle machen kann. Ja gut, lass verhandeln. 108 will er haben. Nee. Okay, komm. Hast du hier deine Kohle? Du willst die Sonnenbrille nicht vertickern, okay. Was denkst du, wie viel es wert ist?
40 ist es. Nach meiner Einschätzung ist es. Ja, 40 wert. Ich habe ja noch gar keine Erfahrung. Ich sag 25. 42? Ja, komm, ey. Du willst wieder die Baumkrone erreichen, ne? Mit deiner Sonnenbrille. Oh Mann, ey. Den kannst du dir selber aufsetzen oder in irgendeine Öffnung schieben. Wir wollen ja nicht so vulgär sein hier, ne? Okay. Dann haben wir jetzt den hier gekauft. Könnten wir gewinnbringend an jemanden vertickern, der seine Kinder glücklich machen will oder so. Wie auch immer, vielleicht will er auch seine Freundin damit glücklich machen, wie auch immer. Auf welche Art und Weise, ist mir auch egal. So. Du willst den Controller haben? Okay. 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 Ich sag 75? Sagst du ja? Okay. Bis demnächst. Dann zieh ich dich durch den Kakao. Oder durch den Matsch, ist mir auch egal. Was dir lieber schmeckt. So, nein, war ein guter Kunde. Hat mich ein bisschen bereichert, so. Okay, was haben wir jetzt noch? Das Zeug haben wir noch. Ich vergesse das andauernd. Leute, es ist warm. Mir ist warm. Meine Bude ist aufgeheizt. Ich sitze hier schon. Naja, ich will jetzt nicht, ne? Ich sitze hier ohne T-Shirt, sagen wir mal so, ne? Ich will hier halt nicht so, ne? Wegen YouTube, weil die da halt so, ne? Ihre, Regeln haben. Aber ihr hört es. Ihr hört es nur. Ihr seht mich ja nicht. Aber ist ja auch egal. Machen wir weiter. Es ist warm. Ich denk wieder anders. Ich denk wieder komisch. Also. So, weiter im Text. Wen haben wir denn da? Ein Typ mit Schnauzbart und Zylinder. Und ein Polunder, oder was das da sein soll. Wie auch immer, ich bin nicht so ein Typ wie der. Ich trage meine Haare anders. So, was haben wir denn da? Eine Truhe von 1879. Schätzung ist. Ja. Ne? Hätte ich einen Experte. Da könnt ihr mal kurz drüber lunsen. Mist. Okay. Der will mir wieder so eine Klobürste andrehen. Ja, in der ersten Folge habe ich schon gesagt, die liebe Klobürste hat Memoiren geschrieben. Und da drin stand, es war nicht alles scheiße. Okay. Die wäre dann als Pfand gedacht. Der überbewertet, aber will mir einen Pfand da lassen. Okay. Schätzung ist 560. Nee, mein Freund. Ich gebe dir 200. Nee, komm. Nee. Bis demnächst. Schlaf nochmal eine Nacht drüber. Also, ich hab kein Interesse daran. So. Was machen wir jetzt mit der Truhe? 2050. Komm mir doch ein bisschen entgegen. Oh Mann, ey. Ich weiß noch nicht, was das Ding wert ist, Mensch. Aber ich brauche Dinge im Laden. Ach komm.
Ja, so ist es halt, ne? Als Händler musst du halt geschäftlich denken. Kaufen und mit Gewinn verkaufen. Auch wenn das einen scheiß Zustand hat. Ach, was soll man machen? So ist es. So ist das Leben. Das Leben ist hart, aber ungerecht. Okay, was hat er denn da? Ein Pfand hat er da. Was willst du denn für den Tachometer? Beziehungsweise Uhr, ne? Wenn es nicht jeder versteht, was ich meine. Aber man sieht ja, das ist eine Armbanduhr. Was willst du denn hier für den Akkumulator? Nein. Obwohl, ein Akku hat's schon, ne? 520 als Pfand. Nee, mein Freund, ich biete dir 350? Nö. 400? Bitteschön. Kannst dir was Schönes dafür kaufen oder deine Miete zahlen. Vielleicht hast du auch ein paar offene Rechnungen. Weiß der Geier. Ein paar Schulden bei Freunden oder so oder bei der Behörde. Was auch immer. Mach mit dem Geld, was du willst. Ich hätte da noch ein paar andere Ideen, aber das will ich jetzt nicht unbedingt erwähnen. Das kann man auch mit Klopapier erledigen. So, ich könnte einen Experte einstellen. Da mache ich aber wöchentlich. Nee, komm, der ist mir zu teuer. Ein Berater? Nee. Verkäufer? Nö. Okay. Habe ich so ein paar Dinge zu verkaufen. Warte mal, was habe ich gesperrt? Das habe ich gesperrt, das ist im Pfand. Das ist Pfand und das ist. Ja, komm, ich muss noch ein paar Dinge verkaufen. Ich darf nicht alles sperren, was viel Wert hat. Aber das eine will ich auf jeden Fall gesperrt lassen. Was haben wir denn hier? Erinnerst du dich an die riesige Party, die wir hier gestern Abend hatten? Es scheint, dass ein Gegenstand versehentlich von einem unserer Gäste beschädigt wurde. Oh, nö, ne. Was wurde beschädigt? Was? Bitte sag's mir. Bitte sag's mir. Nein. Nein. Die Notre Dame Swan. Nö. Das, was ich. Warte mal. Nein. Der Wert ist in den Keller gefallen. Oh Gott. Um über 2000. Oh, leck mich. Jetzt ist es genauso viel wert, wie ich gezahlt habe. Oh Gott. Naja, gut. Ich kann es ja immer noch von einem Restaurator restaurieren lassen und dann von einem Experten schätzen lassen, wenn der Restaurator damit fertig ist. So. Damit mache ich dann trotzdem immer noch Gewinn, hoffe ich. Ja, ihr hört's, ich muss immer noch ein bisschen räuspern. Der Husten, der will einfach nicht weg. Der will einfach nicht weg. So, ein Pistölchen willst du mir verkaufen. Okay, was will die mir verkaufen? Das war der falsche Knopf. Ein gewöhnlich schlecht, schrecklicher Zustand. Okay, guck mal erstmal hier bei dem Typen rein, ne? Bla. 510 ist es wert. Ich gebe dir 250. 275. 310, bla. 200. Ach, kann ich ja nicht mehr. Ich wollte jetzt wieder was eingeben. 310. Okay. Machen wir. Ich brauche Dinge im Laden. Ich brauche danach noch Käufer für die Sachen. So. Ist die Olle drauf? Wert wollte ich schon sagen. Was ist das Ding wert? 164. 88 will er haben. Fräulein. Ich will was dafür haben. Okay. Okay. 75?
Bist du nicht sicher? Okay, dankeschön. Bis demnächst. Bellen Sie uns bald wieder. Ja, beeilen Sie uns bald wieder. Ich multile zum Chinesen. Oder wie auch immer. So, lange werde ich nicht mehr machen. Vielleicht noch 2 Minuten, 3 Minuten. Und dann werde ich auf jeden Fall mich verabscheuen. Oder wie es andere sagen würden, verabschieden. So. Ich kann es ja schon mal im Voraus sagen. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Ein Däumchen. Ne? Ein Däumling. Und eventuell auch ein Abo. Könnt mich gerne damit unterstützen. Macht auch nichts, wenn ihr ne, nur eins da lasst oder keins von beiden. Und ja, ich mach da mal kurz weiter. Würde mich freuen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Du willst was kaufen. Was haben wir denn da? Okay, ich weiß nicht, was der ist, wie er drauf ist, was der denkt. Okay. Er ist ein Mensch. Das weiß ich schon mal. Oh. Der will das Figürchen kaufen. Der hat aber nicht viel Kohle. Du willst 1380 bieten. 20 mehr, als es wert ist. 1500? 1450. Ich war da ein bisschen zu schnell. Habt das gesehen? 1450. Ich habe die 0 vergessen. Nicht, besser gesagt, nicht wirklich gedrückt. 1450. Machst du damit? Mach damit. Dankeschön. Gegenstand wurde von seinem Besitzer zurückgekauft. Leihgebühren und Zinsen wurden bezahlt. Okay. Okay. Gut. Leute, ich muss mich verabschieden, denn bei mir wird es Zeit, mal kurz einen Strahl in die Schüssel zu setzen, weil es langsam anfängt zu drücken. Ihr kennt es. Ursache und Wirkung. Ne? Der kausale Effekt. Da kann man nichts gegen machen. Oben rein, unten raus. Ist halt so. Und wie gesagt, wie schon gesagt, ihr könnt mich gerne bewerten, abonnieren, wie ihr immer. Wenn ihr mich mögt, wenn ihr meine Videos mögt. Ich sage jetzt bis zum nächsten Video und ciao mit Au.